Von einem auf den anderen Tag ist der Winter vorbei. Der Schnee rinnt dahin. Ja, und dann machen wir mal wieder eine Mountainbike-Tour. Ui, da rinnt das Wasser runter auf der Seite. Ja, es hat jetzt fast 10 Grad. Das ist um deutlich über 20 Grad wärmer als noch vor kurzem. Ah, Tini bleibt da. Servus. Ja, genau. Ist das ein Border? Nein, Australian Shepherd. Ah, okay. Ja. Ja, meine ist eine Mischung aus beiden. Ah, okay. Ja, Tini, bist du zu frech gewesen. Naja, das ist nur, was ich dir... Der will dominant sein. Ja, genau, ja. Ja, ja. Der lässt es jetzt zu. Ja, ja, klar. Außerdem das Spiele nicht nehmen, Tini. Das Spiele nicht nehmen, Tini. Aber das macht ihm gar nichts. Ah, wirklich, ja? Ich schieße und er in den Ball nach, bleibt da stehen und wartet. Okay, okay. Das macht ihm gar nichts aus. Ja. Aber das Dominieren lässt es nicht ganz. Ja, 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 ja. Okay, bring's. Ja, bring's. Aber das ist so ein Strecken da, da wird ein bisschen mehr. Ja, ja, kann man vorstellen. Außerdem ist es sehr rutschig zum Bremsen. Ja, dafür haben sie ja Allradantrieb. Ja, genau. Und Spikes. Ja. Was? Ebenfalls. Was kostet sowas? 6.000 Euro kostet es. Das ist schon wert, oder? Ja, es ist schon sehr viel kaputt gewesen, leider. Schau, Tini, da vorne ist noch ein Hundi. Tini, Hund. Hallo. Hey, Auto. Tini, Auto. Bei Fuß. Schön bei Fuß. Brav. So, da beginnt der Schnee. Hui, kommt da kalte Luft. Schneegekühlte Luft. Oh.
Ui, da ist tief. Ich schwimme. Aber es geht. Mal zur Brockschütte. Nein, nicht Brockschütte. Wow. Finde das mal, wenn wir anders fahren. Das ist so fürchterlich rutschig ist. Wow. Versink ich in den Reifenspuren. Jetzt bin ich schon lange nicht mehr ohne Haube gefahren und mit Sommerhandschuhen. Die niedrigste Temperatur, bei der ich Mountainbiken war, waren minus 16 Grad. Ich glaube, ich habe hinten weniger als ein Bar drinnen. Wird dann das Wheelie-Fahren noch schwerer. Achso, ja, und der Boden ist ja fürchterlich weich. Haha. Bagger, Bagger. Wenn das jetzt frieren würde, wäre das toll, weil dann könnte man überall querfeldein auf dem harten Schnee fahren. Der alle kleineren Äste und Unebenheiten nivelliert. Und weil der so durchnässt ist, wenn der frieren würde, wird das super hart werden. Hallo, danke. Ich merke richtig, wie das Hinterrad immer wieder so seitlich wegrutscht. Hier geht es jetzt nicht mehr so tief. Und ein Stück Schnee los. So,
Oh, das bremst, wenn man so einsinkt. Da ist das ein Traum, so richtig warm in der Sonne. Lustige Spur, schau, eine Einradspur. So, jetzt wird es flacher. Ja, das sind schon brutale Temperaturunterschiede. Jetzt ist es um 20 Grad wärmer als noch vor 4 Tagen. Und 10 Grad wärmer als gestern. Gestern war vermutlich der letzte winterliche Tag in dieser Saison. Den hatte ich zum Eiskiten genutzt. Guten Tag. Grüß euch. Da spritzt das Wasser. Das Radl fährt sich irgendwie sehr schwammig. Sieht man die Schlaglöcher kaum, aber der Schnee ist so weich, dass man voll den Reifen durchschlägt. Zum Glück habe ich Kotflügel montiert, sonst wäre ich schon pitschpatsch nass. Ich habe auch wasserdichte Socken an, also selbst wenn die Schuhe ganz nass werden, meine Füße. Jetzt soll ich mal eine Tiefschneeabfahrt wagen. Wenn ich mit dem Hinterrad in der Spur des Vorderrads bleibe, geht's. So, da ist jetzt auch weniger Schnee, das hat vor da hinten hingeweht gehabt, besonders viel. Oh, gut, gut. Na, Tini, ist das gut? So, da kommen sogar schon die Maulwurfshügel durch. Jetzt der ganze Schnee hoch. Das ist jetzt viel Schnee. Ah, richtig. Die Tini ist mein Navi, die weiß immer genau, wo es lang geht.
Zug. Und da vorne kommt dann ein steileres Bergaufstück, weil ich nur schieben müssen. Kann ich mir dann auch den Schnee rausputzen. Er stört. Problem zu unterstützen. Wenn Sie mit Ihrem Berater sprechen möchten, drücken Sie die 1. Tja, kann ich nicht. Wenn Sie nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt Unterstützung erhalten möchten, drücken Sie die 2. Sitzen ist fast leichter als bei den Spuren. Ja. Wow, da ist was drunter. Reifen durch. Ja, normalerweise kann ich hier fahren, aber mit diesem super gatschigen, rutschigen Schnee ist sogar das Gehen ein bisschen anstrengend. Diese Wurzel da vorne ist überhaupt immer sehr schwierig, da drüber zu kommen. Steil. Wurzelig und kurvig und eng. Hoppala. Vor langer Zeit bin ich das alles ohne Motor durchgefahren und da unten, da ist das wirklich extrem steil. Aber durch Erosion sind die Wurzelstufen höher geworden. Jetzt schaffe ich es nicht einmal mehr mit dem E-Bike so leicht da ganz durchzufahren. Na, da hat es ein bisschen Schnee hergeweht. Ich habe gedacht, dass ich ab hier schon wieder fahren kann. Probieren wir mal. Den Weg kenne ich gar nicht. Interessant, oben drüber. So, schauen wir mal zum Gipfelkreuz. Die Gipfelgemse. So, ein bisschen eng hier. Geschafft. Ja, der Weg ist übrigens der Knochenschonweg, denn im ersten Gipfelbuch stand auf der Titelseite: Liebe Mountainbiker, schont unseren Weg und eure Knochen und fahrt woanders. Ja, der Weg ist wirklich extrem steil. Normalerweise recht lustig, aber ich glaube heute bei dem schmierigen Schnee ist mir das zu steil. Ich werde versuchen, da einfach im Gelände mal runterzufahren. Zum Schnee müsste es eh gehen. Da schaut es nämlich nicht so steil aus. Auf der Seite ist das Gelände ordentlich steil. Nee, der Gipfelhund. So, wollen wir weiterfahren.
Na, dann geh mal vor, aber fall nicht runter, Tini. Okay, das fahre ich lieber nicht. Jetzt nehme ich ein paar Meter senkrecht runter. So. Und wie geplant fahre ich auch nicht ab. Probieren wir mal was Neues, Tini. Das ist heute glitschig, ein Wahnsinn. Oh. Boah. Vermutlich nur Windwechsel, aber immerhin. Ah, verdammt, da wird das Gelände wieder saumäßig steil. Uiuiui. Ja, Kruzifix. Das ist glitschig-rutschig. Büße ich meine Sünden ab. Hurra, ich sehe da unten schon eine Vorstraße. Schaut hin, hier geht's lang. Komm. Gerettet. Also das war keine gute Idee. Puh. Ah, aber im Tal ist... Im Tal ist richtig kalt. Ah, schaut hin, die lauter einladende Schilder. Zuletzt hier aber war das noch ein schöner Single Trail und jetzt ist das ja, Forstautobahn. Ja.
vom Gerät. Radfahren ist ja überall verboten, aber mit sowas darf man da rumfahren. Da wollte ich an sich gar nicht hin. Oh. Vorderreifen gräbt sich ein bisschen ein.